Wir haben neulich einen ganz komischen Pitch-Termin gehabt. In den Wochen zuvor haben wir hier hart gearbeitet, um zu einem richtig guten Konzept zu kommen mit tollen Maßnahmenideen. Wir haben am Wochenende zusammengesessen, wir haben abends die Köpfe zusammengesteckt und ich glaube, es ist ein richtig gutes und wirksames Konzept geworden. Dann aber waren wir im Konferenzraum des Unternehmens, das wir für einen vermeintlich hochattraktiven Kunden gehalten haben. Deshalb haben wir uns ja auch so ins Zeug gelegt. Und vorne steht mein Team präsentiert mit Leidenschaft und Werbe und auf der anderen Seite zwei Entscheider, die gelangweilt würgend auf dem iPhone tippen, SMS schreiben, auf dem Notebook ihre E-Mails beantworten und bearbeiten und ab und an mal leicht desinteressiert würgend hochgucken. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Liegen wir so daneben? Und ich war kurz davor, abzubrechen. Ich habe es dann aber nicht getan. Später höre ich von zwei Agenturgeschäftsführern, einer Agentur, mit der wir auch so ab und an zu tun haben, dass sie auch dort waren und dass sie mit ähnlicher Geringschätzung gegenüber ihrer harten Arbeit behandelt worden sind. Und auch die waren kurz davor, abzubrechen. Sie haben es aber nicht getan. Jetzt höre ich, es ist jetzt eine Agentur geworden aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Unternehmens, die haben den Etat geholt. So eine klassische Werkbankagentur, die noch Pressemitteilungen an 800, 900 Journalisten schickt und dann mit Nachfasstelefonaten nervt. Vollkommen entgegen dem, was wir zuvor gehört hatten, welche Agentur gesucht wird. Und das soll nun überhaupt gar nicht eingeschnappt und unsportlich klingen. Ich nehme das nur so zur Kenntnis. Und ich kann auch gut damit leben. Womit ich nicht leben kann, ist diese Art von Geringschätzung. Und ich werfe mir wirklich vor, dort nicht aufgestanden zu sein, abgebrochen zu haben, mich schützend vors Team und der geleisteten Arbeit gestellt zu haben. Und ich weiß, das nächste Mal werde ich es tun.